Warum ist es so wichtig, die letzten Transaktionen für 2020 mit dem Steuerberater zu sprechen? Kann ich da noch Kosten einsparen? Wir erinnern uns an den Rettungsschirm. Wie viele Leute haben gejammert, weil sie aus dem vierten Quartal kein Geld bekommen haben, weil ihre Steuerberater ihnen empfohlen haben, die Rechnung später zu schreiben oder gar nicht mehr zu schreiben? Also, einfache Regeln, wir verschieben mal den Gewinn ins nächste Jahr, funktionieren offensichtlich nicht. Ich glaube, man muss genau gucken, was Sache ist. Und neulich hat mir irgendjemand erzählt, mein Steuerberater hat gesagt, ich soll ein neues Auto kaufen, damit ich nicht so viel Gewinn mache. Was soll diese Autokauferei? Es ist viel besser, Steuern zu bezahlen, als Sachen zu kaufen, die man nicht braucht. Also, darum geht es. Und das wollen wir einmal machen. Wir haben eine kompetente Steuerberaterin, die mal ganz klare Kante fährt und sagt, wie kann man es machen. Und Steuern bezahlen ist nicht das Schlimmste, aber falsche Entscheidungen zu treffen, um vermeintlich Steuern zu zahlen, das ist idiotisch. Insofern einmal zuhören und ernsthaft kritisch mit der Steuerberaterin evaluieren, was mache ich jetzt im letzten Quartal.